Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, wenn es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, dass wir auch hier und heute im Hessischen Landtag über den 8. Mai und seine Bedeutung debattieren müssen, dann ist es das heute zu lesende unsägliche Geschwafel eines Herrn Gauland, für den das Kriegsende, ich zitiere, der Verlust von großen Teilen Deutschlands und den Verlust von Gestaltungsmöglichkeiten bedeutet. Ich sage es klipp und klar, diesem Geschichtsrevisionismus, dieser Verherrlichung, letztlich auch der Verbrechen des Faschismus, der muss überall entschieden entgegengetreten werden. Das ist die Pflicht aller Demokratinnen und Demokraten. Und das ist auch eine Lehre des 8. Mai, meine Damen und Herren. Und der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. So formulierte es kein Geringerer als Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner vielbeachteten Rede anlässlich des 40. Jahrestags des Ende des Zweiten Weltkriegs im Deutschen Bundestag. Völlig zu Recht hat auch Parlamentspräsident Rhein hier gestern Bundespräsident Weizsäcker zitiert. Als am 8. Mai 1945 die Waffen endlich schwiegen und der Zweite Weltkrieg sein Ende fand, lag halb Europa in Schutt und Asche. Das faschistische Deutschland hat einen Vernichtungskrieg entfesselt, dem weltweit 65 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Die Rassenideologie der Nazis gipfelte in dem bis heute unvorstellbaren Verbrechen der Shoah. Allein 6 Millionen Jüdinnen und Juden wurden erschossen oder vergast. Wollte man für jedes Opfer des Holocaust auch nur eine Schweigeminute abhalten, es wäre 11 Jahre lang still. Wenn sich der 8. Mai 1945 in diesem Jahr zum 75. Mal jährt, dann ist das in erster Linie ein Tag, um all derer zu gedenken, die dem verbrecherischen Naziregime und seinem historisch beispiellosen Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Gleichzeitig ist es aber auch ein Tag, um Danke zu sagen. Danke den Alliierten der Anti-Hitler-Koalition, den Soldatinnen und Soldaten der Roten Armee, der US Army, der britischen und französischen Streitkräfte, den Partisaninnen und Partisanen, den Widerstandsgruppen in allen besetzten Ländern, die Nazi-Deutschland in die Knie und zur bedingungslosen Kapitulation zwangen. Sie haben gekämpft und sie haben Opfer erbracht. Sie sind gestorben, um Europa und Deutschland vom Faschismus zu befreien. Sie sind dafür gestorben, die Menschen aus den Arbeits- und Vernichtungslagern zu befreien. Und sie sind auch dafür gefallen, dass wir heute hier in Frieden und Freiheit leben können. Deshalb ist der 8. Mai ein Tag der Befreiung. Und deshalb sage ich auch hier ganz persönlich heute in tiefer Dankbarkeit Spasibo, thank you und merci. Aus guten Gründen hat das Land Berlin mit den Stimmen von Linken, SPD und Grünen den 8. Mai 2020 zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt. Auch Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen begehen seit einigen Jahren den 8. Mai als offiziellen Gedenktag. Und ich glaube, das ist auch deshalb so wichtig, und das haben wir heute hier von dieser Rechtsaußenfraktion bzw. von Ihren Kumpanen im Bundestag ja auch wieder erlebt, weil wir erleben, dass das Unsagbare wieder sagbar geworden ist und dass nach dem Sagbaren auch die Grenze des Machbaren bröckelt, weil es wieder Kräfte im Bundestag, aber auch hier im Landtag gibt, die davon reden, den Schuldkult zu beenden, die den Hitlerfaschismus als Vogelschiss bezeichnen und die endlich einen Schlussstrich ziehen. Nein, es darf und es wird keinen Schlussstrich geben. Das muss die Botschaft auch hier im Hessischen Landtag sein. Und ich möchte Parlamentspräsident Rhein ausdrücklich recht geben. Der 8. Mai, der ist eng verbunden und untrennbar verbunden mit dem 30. Januar 1933 und der Machtübernahme der Nazis, so wie es
Parlamentspräsident Rhein gestern formuliert hat. Freilich, es hat in der Geschichte der Bundesrepublik, ich will es freundlich formulieren, lange gedauert, bis sich diese Erkenntnis gesamtgesellschaftlich durchgesetzt hat, aber heute ist sie da. Und sie ist so wichtig. Sie ist so wichtig in Zeiten, in denen Rassismus, Antisemitismus und völkisches Gedankengut immer stärker um sich greifen und selbsternannte Alternative, die liberale Demokratie, infrage stellen. In diesen Zeiten müssen wir entsprechende Zeichen setzen, und dafür ist der 8. Mai so wichtig, meine Damen und Herren. Und durch die Aufwertung des 8. Mai zum staatlich anerkannten Gedenktag sind alle zivilgesellschaftlichen Akteure, Vereine, Organisationen, Gewerkschaften, Schulen, andere öffentliche Einrichtungen, der Hessische Landtag und auch die Hessische Landesregierung aufgerufen, ein vielseitiges Angebot des gemeinschaftlichen Gedenkens, der Erinnerungskultur und des gesellschaftlichen Diskurses zu gestalten. Und damit an diesem Diskurs möglichst viele Menschen teilnehmen können, an Veranstaltungen, an Festen, an Diskussionen, ist auch eine Aufwertung zu einem Feiertag angemessen. Wir freuen uns, dass der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD oder auch Claudia Roth von den Grünen im Deutschen Bundestag diese Forderung unterstützen. Und ich will auch sagen, dass auch für uns ganz konkret in Hessen der 8. Mai ein wichtiges Datum ist. Er ist Ausgangspunkt für den 19. September 1945 und den 2. Dezember 1946. Das erste Datum ist der Tag der Proklamation Nummer 2 durch General Eisenhower, Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa. Die Soldaten der US Army befreiten Hessen, wie wir wissen, Ende März, Anfang April. Und sie bildet quasi die Geburtsurkunde unseres heutigen Hessens. Das zweite Datum ist die Annahme unserer hessischen Landesverfassung, an deren Erarbeitung Sozialdemokraten, Konservative, Kommunisten und andere mitgewirkt haben und die durch eine breite Mehrheit in der Bevölkerung angenommen worden ist. Diese Verfassung zieht die Lehren aus Faschismus und Krieg, sie atmet den Geist antifaschistischer Neuordnung, und die Gründung und Verfassung unseres Bundeslandes Hessen sind untrennbar mit dem 8. Mai verbunden. Und insofern sind wir uns mit Parlamentspräsident Rhein einig, der von einem konstitutiven Datum sprach. Ich komme zum Schluss. Die Holocaust-Überlebende und Vorsitzende des Deutschen Auschwitz-Komitees, Esther Bejerano, hat in einem offenen Brief an die Regierenden und alle Menschen, die aus der Geschichte lernen wollen, Folgendes gefordert. Sie hat gesagt, der 8. Mai muss ein Feiertag werden, ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit sieben Jahrzehnten. Wie viele andere aus den Konzentrationslagern wurde auch ich auf den Todesmarsch getrieben. Erst Anfang Mai wurden wir von amerikanischen und russischen Soldaten befreit. Am 8. Mai wäre dann Gelegenheit, über die großen Hoffnungen der Menschheit nachzudenken, über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Herr Schalauske.